So, willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Wir sind das letzte Mal ein bisschen abseits hier stehen geblieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir hier gelandet sind. Ich gucke, ich muss erstmal checken, mein Inventar. Man kann sowas zwar vor einer Aufnahme checken, aber das gehört ja zu unserer Verwaltung, deswegen lasse ich euch mal mit dabei. Verkaufen wollen wir. Oh, ab Kiste. Good Springs General Store. Howdy. Wo ihr abchillt. Möchten Sie Vorräte kaufen? Ja, zeig mal, was du hast. Natürlich doch. Natürlich doch. Als wenn du eine andere Wahl hättest. Ja, wir kaufen mal, verkaufen mal das ganze Zeug, was wir nicht mehr brauchen. Die Pistole brauchen wir nicht. Wir haben eine Maschinenpistole. Ich meine, das letzte Mal, ja, sind wir gerade aus dem Haus gekommen, nachdem wir die Maschinenpistole repariert haben. Oder irre ich mich da? Flammenpatronenwaffe. Ist zwar ganz cool, werde ich aber nicht benutzen. Kleinkalibergewehr behalten wir, Laserpistole behalten wir. Waffen. Nö, der hat nichts Interessantes. Dann kaufen wir dir mal alle Stimpaks ab, die er hat. Zack. Danke. Ja, kein Wunder, danke. Ich zahle dir ein Heidenvermögen und du einfach nur danke. Ja, was soll er sonst sagen, ne? Vorwärts mit dem Fußball. Bring mal das Teil mal nach hinten zu Doc Mitchell. Und danach machen wir uns mal das Schnellreise auf dem Weg. Ich habe gerade überlegt, ob wir noch irgendwas von Doc Mitchell brauchen, aber wir sind in Top-Verfassung. Sagt jedenfalls mein Interface. Und trotzdem gehe ich den Berg hier hoch. Naja, Daten, Weltkarte. Gehen wir dahin, wo wir zuletzt gestoppt haben. Nach Prim, von da aus gehen wir erstmal weiter und suchen unter anderem mal einen Sheriff. Wir wollen ja einen Sheriff für die Stadt finden und ich glaube, dass die RNK ganz gut für die wäre. So die Frage, wollen die das freiwillig machen oder muss ich erst wieder dies und das dafür erledigen? Was mich immer noch wundert, hier sind ja eigentlich Minen drauf. Ich denke, die sind entweder runtergeglitscht, aber da unten sehe ich jetzt schon nicht so. Oder aber die wurden aktiviert von irgendwas oder irgendjemandem. Kann natürlich auch sein. So, gehen wir mal da hinten zu dem Typen. Ich denke, der ist für das Ganze verantwortlich. Hier in der Station auf jeden Fall. RNK-Zelt, das ist das Falsche. Ich will in das RNK-Zelt. Ja, Lieutenant Hayes. Ja. Ja. Wie lange willst du das anzeigen? Prim braucht dringend wieder Gesetze und Ordnung. Wir wissen, dass Prim strategisch wertvoll ist und wir wissen, was die Stadt braucht, aber wir können uns kaum gegen die Pulverbande behaupten. Wir haben weder die Bewaffnung noch das Personal, um unsere Mission zu erfüllen, geschweige denn, um auch noch diese Stadt zu verteidigen. Was brauchen Sie, um den Schutz der Stadt zu übernehmen? Was wir vor allem brauchen, sind mehr Leute. Mit nur einem Trupp mehr könnten wir problemlos einen Sheriff einsetzen und trotzdem unser Hauptziel, die Interstate im Süden zu beschützen, erfüllen. Wenn Sie möchten, dass die RNK den Schutz von Prim übernimmt, sollten Sie uns hier oben zusätzliche Truppen beschaffen. Knight beim Mojave Outpost kann vielleicht helfen. Gehen wir dahin, würde ich einfach mal behaupten. Sir? Was war da noch? Ja? Ich möchte mit Ihnen über. Achso, ja. Sir? Das wird dasselbe sein. Gehen wir hier wieder raus und lassen uns mal lotsen. Ja, das ist ganz in der Nähe. Da wollte ich sowieso einen Zwischenstopp machen. Von daher passt das. Hier kamen wir nicht raus, oder? Nein. Ja, wunderbar. Haben wir direkt unser nächstes Ziel. Können auch viel dann direkt ineinander vereinen. So. Und schon sind wir wieder auf Reisen. Ich muss mal ganz kurz meine Hotkeys checken. Die 1 ist meine geliebte Laserpistole. Genau, die 3 ist mein geliebtes 9er Eisen. Okay. Ich muss gucken. Weil wir haben ja jetzt die Maschinenpistole. Die will ich halt auch auf dem Hotkey haben. Aber anscheinend habe ich noch keinen Hotkey für die gelegt. 4. Und auf die 5 packen wir mal das Kleinkalibergewehr. Das ist halt immer noch ganz gut auf Distanz, finde ich. Auch wenn es nicht ganz so genau ist, ist es nicht zu verachten. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, das wird ein langweiliger Weg, so wie das gerade aussieht.
Es ist mitten am Tag. Es sind keine Gegner in Sicht. Das ist gelogen, da hinten ist jemand. Ich weiß aber nicht, ob es Freund oder Feind ist. Und da ist auch was. Damn. Sie haben Karma dazu gewonnen. Okay, anscheinend hat das Kleinkalibergewehr doch eine ganz angenehme Reichweite, so wie es gerade aussah. Das war nicht schlecht, das war schon gut. So, da waren aber noch welche. Die sehe ich aber nicht mehr. Wir nehmen einfach alles mit. Wollen nicht knauserig sein, gibt der immerhin Kohle für uns. Ein bisschen knauserig müssen wir schon sein. Ich sehe gerade, wir können nicht mehr viel tragen. Cool. Schnell weg hier. Bisschen hinter die Düne gehen. Sie haben Karma dazu gewonnen. War das ein Schleichangriff jetzt noch? Es war Vorsicht. Ich weiß aber nicht, ob Vorsicht als Schleichangriff zählt. Ich würde mal vermuten, ja, weil es ein direkter One-Hit war. Alvenpark Trockensee. Anführerin der Schakale. Irgendwas stimmt mit der nicht. Abgesehen davon, dass sie die ganze Zeit versucht, in die Wand reinzulaufen. So, haben wir noch mehr. Ja, Tatsache. Ich benutze mal den VATS aus dem Grunde, dass wir nicht durch das Gebüsch durchziehen können. War klar. Ich meine, auf 9% Trefferchance ist jetzt nicht wirklich verlassen, ne? Okay. Er kommt immer näher. Ihr wisst, Leute, es gibt nur eine Lösung dafür. Du siehst dir wohl gerne selbst beim Bluten zu, was? Damn! So. Den haben wir genäuner-eisend. Weg damit. Fast kaputt die Waffe, braucht man nicht. Ach ja. Die genialste Waffe im Spiel, das 9er-Eisen. Echt, es gibt keine bessere. Wie viel Waffenschaden machen wir eigentlich mit unserer Laserpistole? Das interessiert mich jetzt mal. Schaden 6 pro Sekunde ist interessant. 27 mit unserem Kleinkalibergewehr. 11. 12. Okay, wir wechseln auf die Laserpistole. Wenn wir hier reingehen. Vor allem wird da drin Nahkampf eher gefragt sein. Vielleicht werden wir auch wieder zu unserer Lieblingswaffe wechseln. Okay. Und selber. Jetzt hab ich dich. Oh, ich hab hier voll in die Titten geschossen. Na, reicht schon? Du hast ja keine Ahnung. Damn! Oh Mann, jetzt geht's ab. Golf spielen willst du, ja? Ich bin getroffen. Gegen 9er Eisen hast du einfach keine Chance. Hättest gleich aufgeben sollen. So. Sehr leicht verschlossen, das kriegen wir auf. Wow. Wow. Sehr gut. Blöde Gottesanbeterin. Da ist nichts drin. Hier sind weitere Kakerlaken drin. Und Munition. Energiezellen. Sehr gut. Haben wir quasi das, was wir hier verballert haben, direkt wiederbekommen. Hydra. Wiegt nichts viel Wert, nehmen wir mit. Golfspulen!
Haben wir gerade zwei auf einmal getötet? Mir scheint, als hätten wir... Wir haben mit einem Schlag drei Viecher auf einmal getötet. Dieser Golfschläger, ich will seinen haben. Oh Mann. Sternkronkorken. Desperado Cowboy Hut. Kleidung. Sheriff's Hut. Ja, wir gucken mal. Wir vergleichen mal. Unser Hut sieht eigentlich verdammt pornös aus. Okay, nee, dann nehmen wir doch den Sheriff's Suit. So, haben wir direkt wieder das Gewicht drin. Pack mal unser exzellentes 9er Eisen weg. Welches auch sehr hervorragend zum Blocken ist, wie man gesehen hat. Wir machen uns mal weiter auf den Weg Richtung Süden. Man sieht da oben schon die erste Sehenswürdigkeit, wo wir hinwollen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was das darstellen soll. Auf jeden Fall zwei Menschen, die sich die Hand geben. Aber was genau und wofür das steht, weiß ich halt nicht mehr. Das ist zu lange her. Wo geht's denn hier lang? Nirgendwo. Okay, links, rechts, links, rechts. Ich würde sagen, links ist der Weg nach Nipton. Man sieht es da hinten auch schon. Wir wollen aber nach da und die Tanke ist auf dem Weg. Also plündern wir gleich noch die Tanke, ja. Und da sind schon wieder Gegner auf dem Radar. Herrlich. Hatten wir mal Abstand vom 9er Eisen. Ich will mein Kleinkalibergewehr. Oh, da ist ja schon einer. Okay, das Problem ist... Ich wollte gerade sagen, die Einheiten. Die Gegner sind gepanzert. Gepanzerte Gegner, denen können wir halt nicht so viel Schaden zufügen. Kann es sein, dass der da... Doch, der ist auch gepanzert. Ich habe das Symbol dafür nicht gesehen. Ja, worauf ich hinaus will. Gepanzerte Gegner können wir leider nicht mit unseren herkömmlichen Waffen töten. Doch schon, aber es dauert verdammt lange. Ich versuche lieber was Unkonventionelles. Ich glaube nicht, dass es was gebracht hat. Wir probieren es einfach weiter. Wir hören ja, ob was hinter uns stirbt. Also das scheint doch irgendwo zu funktionieren.